Standard. Diesmal mit einfachen Griffen. Normalerweise ist das Stück auf G-Dur und fängt dann mit A. Aber diesmal ohne Barré oder irgendwelchen Sachen, sondern dass wir das auf C-Dur spielen. Ich sag mal ganz schnell die Akkorde an als einfache und dann gucken wir nochmal genauer. Okay. Das Stück, das geht halt mit dem Auftakt von A mal los. Die Autumn, dann kommt ein D-Moll. Dann ein G, mit einmal ein C-Dur, die Autumn Leaves, dann ein F und dann ein H, Freedom Call. Und jetzt diese Akkorde sind halt alles Quinten. Wenn wir uns die Gitarre angucken, kann man sich die eigentlich auch recht gut merken. Das geht sozusagen mit A los. Also die Gitarrenseiten, ne? Eine dumme Gans. Eier. Dieser Merksatz. Und da geht das sozusagen mit der A-Seite los. A-Moll. Dann kommt D-Moll. D. Dann kommt G. G-Dur, ne? War auch noch oben nochmal drin. Dann einfach wieder runter, ne? Alles die Quarten runter zu C. Dann kommt F. Jetzt kommt eine Besonderheit, dass wir jetzt hier ein H haben. Dieses H. Und nicht das H. Dann geht es zum E-Dur. Und geht das sozusagen wieder los. Das ist eigentlich die letzten zwei, dann ein bisschen anders gehen. Und dann wieder A. Also A. Okay, die Akkorde nochmal. Diesmal mit Septima Erweiterung sozusagen. Wir haben kein A-Moll nur noch, sondern ein A-7. Das fehlt in der Mitte der nicht raus. Das muss sozusagen die Oktave her, die wir sonst haben zwischen den zwei. Die 8. Die Major 7. Eine ganz normale 7, die Dominant 7. Dann bei dem D-Moll, so wie es jeder kennt. Da haben wir wieder in der Mitte, der Finger ist wieder die Oktave mit dem D oben und hier unten, wenn wir jetzt wieder das einmachen. Und den einfach sozusagen einen Halbton rein, dann hätten wir einen Major und einen Ganzton rein. Unsere 7, die wir brauchen. Also nochmal Moll 7, D-Moll 7, G-Dur und jetzt machen wir hier doch wieder die 7 ran. Hier unten, Oktave, G-Dur 7, C, und jetzt ist aber kein C7, sondern C-Major 7, dass wir alles schön in den der Tonleiter bleiben, ne? C-Dur ist unsere Tonleiter. Hier unten C, das H, ne? Hier auch nochmal das H, ne? Und
Wenn ich das jetzt einfach noch reinschieben würde zum normalen Cis, ist das halt kein H mehr. Das ist ein EB mit so Kobitz oder was, zumindest kein C-Dur mehr. Okay, C-Major 7. So, ne? Zum F-Major 7, im F-Dur. Ne, dann machen wir hier unten. Also Grundton ist immer oben, ne? Das F, wo ich jetzt gerade mal einen Daumen. Und F, ne? Nochmal eine F, wie es jeder kennt. Halbbarriere F. Und wenn ich den sozusagen freilasse von unten und nur wie so eine Treppe mache, sieht es vielleicht schlecht auf dem Video, hört sich das so an. Major 7. Ein F Major 7. So. Und bei dem auch gleich mal, jetzt kommt ein neuer. Das ist ein B-Moll 7,5 minus. Gut. So, oder H-Moll. H-Moll 7,5 minus. Aber okay. Also hier oben das H. Diese zwei Finger vom F bleiben hier noch liegen. Kann man mal liegen lassen. So wie man es hier sieht. Und den packe ich jetzt nach unten ran, dass das aussieht wie so eine Raute. Was man hier so sieht. Ne? Mal zwischendrin eher frei. So abwärtsgerichtete Raute, ne? Das war der F-Mail. Ein schöner Wechsel. Und jetzt zum E-Dur. Okay, wieder das Spiel. So eine Erweiterung rein. Wird eigentlich weniger und auch voller. Dadurch. Und 4 Klang und kein 3 Klang nur. E7. E-Dur 7. Und dann zum A-Moll 7. Und jetzt noch eine kleine, das ist noch ein Turnaround. Zum A7. Hoch. Dann rutscht das besser zu dem D, ne? Also hier haben wir. Und hier haben wir wieder das von dem D-Moll. Okay, jetzt mal im Zusammenhang. Dieses A-Moll wird eigentlich nicht mitgespielt am Anfang, das ist halt der Auftakt. Geht das sozusagen diese Mollpart mit dem A-Moll 5 minus. But when you walk away, the days grow longer. Die Akkordfolge ist hier sozusagen A-Moll 7, A-Moll 5 minus, E7. Und wieder zum A. Also so. But when you walk away, the days go longer. Und dann geht das weiter. D-Moll. G matches G7. Geht das? Oh, minus C matches 7. C-Teil nehmen wir noch genauer.
das wird dieser Abgang ist sozusagen von sagen wir mal den Text her. Okay. But I miss you most of all, my darling. Not the least. But I miss you most of all. Zwischenteil, der gut, das ist jetzt mit Pari oder ohne, wie man es halt spielt. Das hat was mit diesem Tritonus-Substitution zu tun, egal wie, also wir bewegen uns sozusagen chromatisch Moll, Dur, Moll, Dur und dann der F-Major-7. Ich greife diesmal so, vorhin hat man den F-Major-7 mal so, ne? In den Bass hier oben, ne? Das ist schön. Ne? Gut. So viel zu dem Tutorial. Normal spielt man das auf G, aber dann muss man mit Barré und Sachen. Gut, das Zupfmuster. Erstmal. Oh ne, ist ja schon über die Zeit 10 Minuten. Also dann, vielleicht bis zum nächsten Tutorial.